Bots Musik heute Abend mit dem Hörnli Schuppel aus dem Appenzellerland, der sich mittlerweile vom Silvester erholt hat. Der Brassianer, der eigentlich voll in der Fasnacht drin sind. Und der Stelzerbuben aus dem Bündnerland, wo eine erstaunlich hohe Frauenquote haben. Da und noch viel mehr jetzt in der Sendung. Stelzerbuben, die den Weg aus dem Prättigau im Bündnerland auf sich genommen haben und uns Corinne Polka gespielt haben. Und von den Stelzerbuben kommen wir jetzt zum Hörnli-Schuppel Silvesterkleus, wo nach einem guten Monat jetzt nach dem Silvester hoffentlich wieder in Form sind. Reto Meier, der Hörnli-Schuppel und der Silvester, wo ihr als Kleus unterwegs sind, die den Bruch gerne kennen, was macht ihr am Silvester und wieso denn gerade noch zweimal? Ja, das hat mit dem alten Kalender und mit dem neuen Kalender zu tun. Gregorianisch und Julianisch. Und ja, wir gehen von Haus zu Haus. Oder wir haben gesagt, wir haben Rollen Weiber zwei und Schellen an und gehen von Haus zu Haus, nehmen drei Zäuerli, dann ein gutes Neues wünschen. Und wichtig ist auch noch, dass man jemanden neben das Trinken auch bekommt, dass die Stimme noch ein bisschen bleibt. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann morgen anlegt und dann den Tag durch ein Klaus und nicht mehr der Reto ist? Ja, also darunter ist man schon der Reto, aber es ist natürlich ein spezielles Gefühl und man weiß, was losgeht. Man hat wochenweise, oder ich habe sicher einmal zwei, drei Wochen voraus auch ein bisschen Klausenfieber. Und es ist einfach schön, man ist ein bisschen anders. Man kann auch mal die Augen zutun zum Zauern und so einfach den Tag geniessen. Oh.
Ich denke, das Schönste für uns ist ein Bauernhof Achlausen. Und einfach im Dunkeln, wenn es ein bisschen hell mit unseren Lichtli, ist eine bare Freude und ist einfach emotional. Brutal. Ja. Hast du das Gefühl, auch die Leute, die ich dann besuche und ein gutes Neues wünsche, sind anders dir gegenüber? Ja, ich denke, der gegenseitige Respekt ist eh da und soll auch da sein. Und es ist natürlich neben draussen so bei dem Bauernbetrieb einfach nur schöner. Und in den Dörfern, ja, man ist nicht mehr ganz so allein. Aber es ist auch schön, wie man es einfach zeigen qualifiziert es einem automatisch, wenn man ein guter Jodler ist, als Silvesterklaus, oder braucht man andere Geschicke, um hier dazuzukommen? Ja, ich denke, es muss ein bisschen die Wiege gelegt werden. Bei mir hat Vater, Mutter, hat Zauren gesungen. Wenn ein bisschen will und ein bisschen gesunden Charakter hat, darf in der Regel auch mitgehen. Und heute gibt es aber kein Silvester, der ist jetzt endgültig durch. Ihr habt etwas anderes vor? Ja, ich denke schon. Wir singen schon wieder miteinander und gell, alle Zauren ist schön und da kann man dann mal und den Nüppenäs lernt man auch. Wir sind ein bisschen Tappenzellerlieder und das Ziel ist dann auch dort auch ein bisschen das Traditionelle, das Moderne zu zeigen mit einem A Cappella-Stückchen von uns. Ja. Hey, ich bin gespannt, du darfst dich bereit machen. Und liebe Leute, wir haben schon gehört, die Kläuse, die trinken den gerne eins, wenn sie gehen klausen. Und wenn sie gut hören, dann hören sie auch noch, was dass die Kläuse gerne essen. Wie Basis ist mir da oben so näher entwälchte Zuhe vom Morgen früh bis am Abend an ich von Freude Fondue Dross und Fondue Is und
von dir ist so kaibe gut, so kaibe gut. Und von dir ist 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 so kaibe gut. Danke vielmals im Hörnli, Schuppel und vom Appenzellerland geht es jetzt ins Wallis. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Walliser vielleicht mit so einem Appenzellerfundi mässig zufrieden wären und lieber ein Walliser Raclette mit ein bisschen Weissem hätten. Die Drohnenflitzer sind für uns bereit mit einem neuen Mitglied, mit dem Joel Schmid. Er spielt zusammen mit dem Martin Juon, dem Jürgen Brunner und Lilian Winger. Wir hören den bekannten Schweizer Örgeli-Hit, den Schwarzenburger Marsch. Thank you.
merci, Anna. Ja, so das Gefühl gehabt im Lesen, ihr habt den Traufer mit all den Hits, die er von ihm gespielt hat, mitgebracht. Wunderschön. Jonas, vorher die Brassianer, was ist das für eine Formation? Wie sind die entstanden? Das ist eine Brass-Kleinformation aus Michelsamt im Kanton Luzern. Und wir haben uns eigentlich kennengelernt in der Militärmusik. Also 2015 waren wir zusammen deres gewesen. Und haben nachher gedacht, es wäre doch noch cool, zusammen weiter Musik zu machen. Und dann ist eigentlich die Idee aufgekommen von dieser Brass-Formation Brassianer. Genau. Haben ihr in der RS auch schon die ganze Zeit Traufer, Hits und Abend gespielt? Oder hat da das Repertoire noch etwas anders ausgesehen? Ja, Traufer weniger. Ich glaube, hier noch nicht so in gesehen, sage ich jetzt mal. Aber halt mehr ein bisschen Märsch und ein bisschen konzertant für unser Saalkonzert. Das steht auf dem Programm gestanden. Ist staune, ja, oder? Wir sind im Kanton Luzern im Aufzeichnen. Und jetzt haben wir hier Musiker zumindest in der Fasnacht, die Zeit haben, um mit ein paar zu Musik vorbeikommen. Haben ihr gedacht, ah, ja, machen das mal ein bisschen gesund, die Vorsätze einhalten und lassen die Fasnacht ausfallen? Ja, eigentlich im Gegenteil. Also, sind alle in Guckenmusik engagiert jetzt seit Tagen. Sehr streng, aber wenn uns denkt, haben wir schon die Chance, in die Spotsmusik zu kommen, nehmen wir unsere Zeit und kommen mit denen am Samstag oben. Dafür lohne ich euch, dann nachher springen, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch mal an die Fasnacht gehen. Sagen wir mal, wenn man in einer Gucke spielt oder eben in einer Brassband spielt, was sind da die Unterschiede vom Dreiherengehen? Tut man beim einen Vollprobe und beim anderen gerne nicht oder kommt zum Schluss etwas aufs Gleiche raus? Ich glaube, vergleichen kann man schon nicht ganz. Für eine Brassband übt man ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Proben. Aber für den Auftritt ist glaube ich, in einer Gucke Musik ein weniger Nervosität und vielleicht fließt das ein oder andere Getränk dort noch. Hey, dann wünsche ich euch jetzt allen noch ganz eine schöne Fasnacht. Danke, dass ihr bei uns auch ein bisschen gefestet habt. Macht's gut und wir bleiben gerade noch ein bisschen im Kanton Luzern. Wir kommen nämlich jetzt zum Jodelduett Luisa. Zwei Schwestern, die zu Rhein Luzern aufgewachsen sind. Und ich habe gedacht, gut, eine von denen ist Luisa. Aber nein, es ist Lucia und Isabel Bucheli. Und sie werden begleitet von Kevin Amstutz. Und jetzt lohnt es sich noch mal die Ohren spitzen, weil in dem Lied von Hannes Fuhrer, wo sie singen, was die Mütti sagt, können wir dann alle noch ein bisschen lernen. Oh,
der Stefan Kündig, arbeite hier bei der Hochmut Bootsbau AG in Stadt. Es ist nicht meine Hauptbeschäftigung, auf den See zu gehen, aber ich versuche es zwischendurch mir rauszunehmen, dass ich eine Probefahrt machen kann oder mit einem Kunden etwas anschauen kann. Grundsätzlich sind die Arbeiter draußen auf dem See und arbeiten, und ich bin im Büro. Ich bin der Werkstattleiter, wenn man es so sagen darf, der technische Leiter. Ich habe alle Leute unter mir, die in der Werkstatt arbeiten und die Arbeiten einplanen. Ich plane Ablieferungen einplanen, Winterlager, zum Teil Material bestellen, zum Teil mit den Leuten rausgehen. Es ist echt sehr abwechslungsreich, mein Job. Aber Felix, eingewintert hast du? Eingewintert habe ich. Eingepeller. Eingepeller ist gemacht, ist gewechselt, ist trocken, Wasser ist draußen. Super, wunderbar. Okay, ja, dann können wir nachher noch einpacken und hoch damit. Packen, hochlagern, tschüss. Super, wunderbar. Ich bin zu dem gekommen. Ich habe ursprünglich Lammaschinenmecher gelernt. Ich komme aus einer Bauernfamilie. Ich habe nachher die Meisterprüfung gemacht und bin über Umwege hierher gekommen. Das Beste, das Faszinierendste an meinem Job ist sicher die Abwechslung. Man arbeitet draußen wie drinnen, man arbeitet bei schönem Wetter, aber auch bei schlechtem Wetter. Und was ich immer wieder sage, ist, wir arbeiten mit einem Objekt, das dem Kunden sehr viele Emotionen weckt, wo es um Emotionen geht. Man arbeitet im Luxussegment. Und das ist echt das, was interessant macht. Ja, tatsächlich, es ist ein Traumjob. Es kann ein Traumjob sein. Es ist nicht immer so herrliches Wetter wie heute. Wir gehen hier im Herbst, Winter raus auf den See. Aber es ist schön, mit einem schönen Boot, mit Kunden, mit Leuten zusammen zu arbeiten. Ja, und da sitzt er. Wir haben vorher zuschauen. Stefan Kündig, wie es war, auf dem Vierwaldstättersee. Ein Sonnenwetter, traumhafte Bedingungen. Gibt es ab und zu in diesem Traumjob auch Schattenseiten? Oder ist es einfach all wirklich super schön auf diesem Boot? Nein, es gibt sicher auch Schattenseiten. Ich sage jetzt Nebelseiten. Es ist nicht immer so schön Wetter, es wird kälter. Es sind nicht immer so schöne Probefahrten und schöne Arbeiten. Aber die gehören auch dazu. Du bist ja im Büro, aber manchmal auch draußen helfen. Was ist denn so eine Arbeit, wo man dann wirklich geschlaucht heimkommt am Abend und denkt, ja, nächstes Mal will ich wieder im blauen Himmel ein bisschen böteln? Ich würde sagen, wenn es Arbeiten sind im Motorraum, Einwinter, Auswinter und Batterien schleppt, so Sachen ist sicher das Anstrengende im Job. Es träumen ja ganz einen Haufen Leute von so einem Bötchen auf dem Vierwaldstättersee, die Berge geniessen, die Aussicht geniessen, ein bisschen bädeln. Wenn ich jetzt so frage, hättest du mal ein Bötchen und vielleicht gerade noch einen Standplatz, wie realistisch ist das? Das ist realistisch, da können wir darüber reden, da kommst du erst nächste Woche bei mir vorbei. Und wer ist, abgesehen von Bots Musikmoderatoren, die gerne ein Bötchen hätten, zu wissen, so dein Publikum? Das geht durch alles durch. Das gibt den normalen Arbeiter mit der Familie, die ein Ferienbötchen braucht. Und es gibt den Geschäftsmann, die Privaten, die Pensionierten, durch das ganze Band. Wird mir nicht langweilig. Kannst du den abstellen, wirklich auch der Privatmann sein, der jetzt ein Bootausflügel macht, oder bist du halt immer auch noch der Job ist? Das Abschalten ist schwierig. Ich denke, du kennst schon viele Leute auf dem See, viele Kunden. Und da denkst du immer das eine oder andere, was unter der Woche passiert ist. Aber es geht doch relativ gut. Vielleicht hilft ja zum Abschalten auch das Musik machen mit dem Ländler-Trio Küwi. Ich habe zuerst gedacht, ja, ist dann etwas zum Essen, irgendein neues Marketingprodukt. Aber du kannst mir, glaube ich, genau erklären, was mit dem Küwi auf sich hat. Es ist auch nicht der Wein, den viele immer meinen. Nein, Küwi, der Name ist entstammt aus unseren zwei Nachnamen. Von Michi Wirsch und von mir, Stefan Kündig. Da gibt es das Kü und das Wie. Ganz einfach das Wortspiel. Dann wollen wir die jetzt auch hören, die Küwi mit Unterstützung von Martin Welkam Kontrabass. Du darfst dich parat machen. Und ich freue mich auch, wenn Sie wieder dabei sind in zwei Wochen. Das nächste Mal Platz Musik. Und bis dann hören Sie gerne auf YouTube in unseren SRF-Kanal reinschauen, wo auch viel Volksmusik für Sie parat ist. Wir hören jetzt vom Ländler Trio Küwi zum Schluss noch Bäckerjäder Blut, eine Komposition von einem Musikerkollegen, von diesen drei Musikanten, von Peter Käslin. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und freue mich, wenn Sie gleich wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.